Ich bin in dem Krankenhaus hier geboren worden und deswegen war das für mich auch wichtig, dass ich hier irgendwann mal ein Tagespraktikum mache. Ich mache einmal im Monat eigentlich in der Regel ein Tagespraktikum, um wirklich mitzukriegen, was vor Ort auch diskutiert wird und um tiefere Einblicke für meine Arbeit zu bekommen. Und hier ist eben was ganz Besonderes, wenn man weiß, dass man hier geboren wurde. Also ich halte es für sehr wichtig, dass wir diese Praxistage machen. Das ist für uns auch ganz wichtig, um mit den Menschen im Gespräch zu sein, die in so einer Krankenhaus oder einer anderen Einrichtung arbeiten. Wir haben gravierende Umbrüche gerade im Gesundheitssystem. Ich merke das hier auch. Der Druck auf so eine Klinik wird immer größer, auch zu erwirtschaften. Und da müssen wir uns als Sozialdemokraten schon Informationen holen, mit den Menschen im Gespräch sein und dann auch unsere Konsequenzen ziehen, was unsere Konzepte für die Gesundheitspolitik angeht. Ich habe die Erwartung, dass ich heute eine Menge lernen kann, dass ich neue Leute kennenlerne, die mir auch erzählen, wie es im Krankenhausbereich läuft, dass ich mitbekomme, wie der Tagesablauf hier ist, und dass ich vor allem auch ein Gefühl dafür entwickeln kann, wie dieser Job aussieht, der hier von vielen Menschen im Krankenhaus gemacht wird. Und das wäre wichtig für meine Arbeit, dass ich das heute mitbekomme. Darüber hinaus gibt es aber natürlich Also, es ist da warm drin? Ja. Und das ist jetzt quasi genau zurechtgeschneidert für den Krankenwagen. Für den Krankenwagen, das ist Standby, damit kann ich sofort, wenn das jetzt hier piept, kann ich sofort losfahren, das ist alles fertig. Das war schwer, das zu bekommen. Da muss man erstmal so weit durchbekommen. Da sind wir, das merken Sie schon an meiner Stimme, wie stolz wir drauf sind. Ja. Nee, aber gut. Schön. Ja. Dann gehe ich jetzt zur Schwester. Gerne, genau. Und dann, ich habe auch noch Ambulanz, weil ich melde mich dann die Arbeiten nochmal abfragen. Genau, wir betreuen aber auch chirurgische Kinder, also Chirurgie und die Chirurgen, die schicken alles, was unter 18 Jahre alt ist, bei uns. Ja, die ganzen Beinbrüche jetzt. Genau. Also ich habe heute viele Menschen getroffen, die wahrscheinlich nicht alltäglich mit Bundestagsabgeordneten zu tun haben. Und ich habe immer auch nachgefragt, wo Politik was verändern kann, habe das offene Gespräch gesucht und fahre mit einer ganzen Menge von Eindrücken auch nach Hause, die für meine Arbeit wichtig sind. Und ich halte es für ganz wichtig, dass wir diesen Kontakt auch halten und uns mehr Zeit auch gönnen als Politiker, diesen Kontakt uns zu suchen und die Zeit zu nehmen. Ich stelle überall heute die Frage als Letztes, was geben Sie einem Politiker mit, wenn er schon mal hier ist? Was soll man verändern im Gesundheitsbereich? Die Deckelung ist zu knapp. Ja. Das Problem ist, dass die Patienten erwarten, dass alles, was medizinisch möglich ist, auch gemacht wird. Hm. Also das heißt, die Ärzte können mir jetzt sagen, wir behandeln nur noch gegen Vorkasse. Auch gesetzlich. Achso, da habe ich mich gewundert. Wir haben gerade einen Zettel gekriegt, wenn wir Notfälle nachts kommen und wir haben keine Versichertenkarte, dass man denen 100 Euro abnimmt. Was aber der wichtigste Bereich für uns ist, dass wir die Budgetverhandlungen machen mit den Krankenkassen. Und das läuft so, dass wir uns unsere Datensätze aus dem vergangenen Jahr angucken, die auch mitnehmen, abteilungsbezogen zu den Chefärzten. Und mit denen besprechen, sozusagen, wird sich da was ändern, werdet ihr ungefähr die Zahlen wieder erreichen oder wird sich da gravieren, weil vielleicht irgendein Oberarzt weggeht, der dann die Leistung nicht mehr anbietet. Also wir besprechen die Veränderungen, wir besprechen, welche Mengen werdet ihr im nächsten Jahr machen und das ohne zu wissen, ob überhaupt die Patienten dafür kommen. Ja, das ist eigentlich ganz schön, wenn sich die Politik auch mal vor Ort ein Bild macht und nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern in den Häusern auch mal sieht, wo, mit welchem Alltagsproblem man da also zu kämpfen hat. Die Arbeit fürs Controlling wird im Prinzip immer schwieriger, weil wir sehr eingeschränkt werden durch die Gesetzesvorgaben. Es immer wieder neue gibt, immer wenn man die Häuser sozusagen in einigen Bereichen optimiert hat, dann werden wieder neue Gesetzesvorgaben gemacht und man fängt eigentlich wieder von vorn an. Die Erlössicherung wird immer wichtiger, also wir haben kaum noch Bereiche, wo man sozusagen Geld liegen lassen kann, das kann sich kein Haus mehr leisten und das wirkt sich schon auch auf die Versorgung der Patienten aus. Also die Verweildauern werden immer kürzer, Patienten haben das Gefühl, sie werden durchgeschleust und die Vorgaben sind aber so, dass wir es im Prinzip auch so machen müssen.
weil wir sonst eben längere Verweildauern definitiv nicht bezahlt bekommen. Ja, ich habe meinen Praxistag jetzt hier in Soltau im Krankenhaus verbracht, was für mich was ganz Besonderes ist, weil ich hier geboren bin, weil fast meine ganze Familie hier geboren wurde und wir eine große Verbindung auch zu diesem Krankenhaus haben. Ich bin sehr herzlich empfangen worden und vor allem konnte ich viele nette Gespräche führen und habe gesehen, mit wie viel Leidenschaft auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier wirklich bei ihrem Job dabei sind und diesen Job machen. Und ich finde, deswegen hat Politik die Verpflichtung, auch hier optimale Rahmenbedingungen einfach zu setzen. Das ist das, was ich mitnehme, wofür dieser Praxistag sehr wichtig war. Und ich kann all meinen Kollegen nur empfehlen, auch solche Erfahrungen zu sammeln. Mal gucken. Nein, ich glaube, das kam schon gut. Nee, sehr schön. Wollen Sie sich eben umziehen und dann, wir können auch noch eine... Ja. Und dann, jetzt kommen wir raus. Ja.